Ja, willkommen zurück beim Burgbau, beim Burgherrn Wolf. Upsala, jetzt habe ich natürlich mich da auch noch verknüppelt. So, hier ist der Durchgang. Und hier können wir ja noch einmal nach oben. Da haben wir wenigstens erstmal ein bisschen was weggeknuspert. Ich weiß jetzt aber, wie gesagt, noch nicht so genau, wie hoch sollen denn die Türme überhaupt werden. Würde ich erstmal sogar einen fertigstellen, um mir das so ein bisschen mal... ja, so ein bisschen vorzustellen. Ich bin mir nicht sicher, wie hoch die werden sollen. Weil ich habe es mit der Breite, glaube ich, echt ganz schön übertrieben gerade. Aber hey... Zumal ich kann das gar nicht so machen, weil da muss ich ja dann wieder nach unten stürzen. Ich würde vielleicht sogar gleichzeitig schon mal im Innenbereich die Treppe anfangen zu basteln. Das war jetzt natürlich auch sehr geil, weil ich ja jetzt hier nicht mehr rauskomme. okay, pass auf, folgendes. Wenn ich jetzt hier reingehe oder ich mache das dann sogar zwei Blöcke breit... Obwohl es mit der Treppe dann auch wieder Murks. Ich kann eigentlich nur... Oder mache ich die innen so bloß? Dass wir den Außenbereich dann komplett gezielt haben, müsste ich auch wieder überlegen. Bräuchte ich ja... Boah Gott. Bräuchte ich ja normales Holz dann eigentlich auch wieder. Ach, scheiß drauf. Okay, der eine jetzt... Ich muss es mal so machen. Geht mir zwar jetzt flöten, aber wir brauchen noch ein bisschen Zeug. Ich muss erstmal zurückgehen. Geil. Jetzt hier, ne? Ja, ich habe auch keinen Cobblestone mehr. Ich kann eigentlich gar nicht. Ich muss jetzt erstmal hier irgendwie so runter. Muss mir das mit der Treppe dann später bauen. Dass hier dann der Weg einmal durch. Mal gucken, wo wir dann so ungefähr rauskämen. Nicht ganz da. Wäre natürlich geil gewesen, wenn das direkt die Mitte hier wäre und von hier aus wir da durchgehen können. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Das wäre mega geil eigentlich. Aber wo sind wir denn jetzt, wenn wir hier auf der Höhe bleiben würden? Oh, da wären wir ganz schön weit drüben. Oh nee, das geht nicht. Das geht nicht. Nee, nee, nee. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen, ich Idiot. Ah, komm. Kriegen wir trotzdem hin. So, das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall da drüben im Lager... Ich brauche Holz. Ich brauche jede Menge Holz. Müsste eigentlich einmal kompletten Eichenwalz abholzen. So, Türen von der Sorte haben wir jetzt 4. Pass mal auf. Wenn ich im Innenbereich, warte mal, außen, das sind 3 logischerweise. So, da haben wir, warte mal, draußen nochmal 2. 2 für außen. Und im Innenbereich jeweils so, dass wir da durchgehen können. Also brauchen wir 4 mal 2, macht 8. Das passt. So, haben wir 8. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo. Okay. Eichenholz, sagte ich. Während wir das hier natürlich erstmal wieder aufräumen können. Eichenholz. Oh ja, ich würde das mal verarbeiten. Hier, komm. Für den Innenbereich auf jeden Fall. Wahnsinn. Ich weiß ehrlich gesagt auch dann zwischendurch gar nicht mehr so richtig, wohin mit dem ganzen Kack. Inventartechnisch ist das doch ganz schön wild. Geil, ne? Hab ich mir jetzt selber wieder eine Finte gebaut hier. Ich bin da so ein Hohlkörper, ey. Aber heute klappt auch gar nichts. Wo tue ich denn jetzt diese scheiß Rüstungsständer mal vor Schreck schnell hin? Kann ich die mal hier reinpacken und merke mir das oder vergesse ich es dann wieder? Dann werde ich die erstmal wieder suchen, 10 Minuten. Ich muss noch 1, 2,
3, 4, 5. Ja, mehr geht nicht. Das Holz erstmal. Oh, ist das verhext. Ich weiß doch nicht, wohin. Ich brauche ein größeres Inventar hier. Ey. Ohne Mist. 1, 2, 3. Gottes Willen. 1, 2, 3, 4, 5. Weiß gar nicht, wie viele Öfen ich habe. 6, 7, 8, 9, 10, sage ich jetzt mal. Dass das nebenbei erstmal hier wieder ein bisschen braten kann, der Mist. Das sind sogar 12. Na gut. So, ich habe ja gesagt 8. 8 reichen. So, da kann der erstmal wieder ein bisschen brutzeln. Parallel dazu brauche ich aber, ach so, ja, Spitzhacken, Schaufeln. Wir müssen auch noch mit. Mal auf, wir nehmen mal eine Dia mit und noch zwei normale oder drei Schaufeln. Ach, hier sind auch noch, siehst du mal, guck mal. So, Schaufeln, auf jeden Fall auch mal zwei. Drei. Streng genommen noch mehr Kobbel für den Weg. Die Kohle kann ja erstmal wieder hierhin zurück. Muss ich nochmal kurz zur Steinsäge gehen. Kann ich nämlich hier erstmal 64. 64. Für den Weg sollte die vielleicht sogar reichen. Würde ich jetzt ehrlicherweise noch ein bisschen Erde mitnehmen. Die waren ja... Nö. Ich wollte gerade sagen, waren alle voll, aber waren sie nicht. Ja. Na gut, das Holz wollte ich jetzt doch mitnehmen, damit ich den einen Turm schon mal fertigstellen kann. Aber egal, jetzt komm. Ich muss jetzt erstmal bauen da oben. Punkt 1. Schaufel. Damit ich erstmal irgendwie den Weg nach oben bauen kann. Da ist dann später schon mal gar nicht mehr ganz so viel Arbeit. Da können wir nämlich jetzt schon mal die Treppe bauen nach oben. Irgendwie. Die natürlich dann, wie gesagt, hier durch den Wald mit dem Weg dann rüberläuft, dann müsste ich jetzt hier bloß mal, wie gesagt, irgendwie gucken. Erstmal wieder hoch. Jetzt erstmal noch so. Weil es ja anders nicht geht. Das passt. So, jetzt brauche ich natürlich hier erstmal Cobblestone hier unten. Aber im besten Fall ist natürlich gleich die Treppen. In Hoffnung, dass ich mich jetzt da nicht auch noch verkalkuliert habe. Ich würde eigentlich fast sogar direkt hier... ja... mal gucken. Hier so nach unten gehen. So, das Knuspern war hier mal ein bisschen weg. Und dann mal schauen, wie es ausschaut. Dass wir hier jetzt nicht zu sehr... Naja, es wird ohnehin, weil ich es jetzt ein bisschen zu nah am Abgrund gebaut habe, die Treppe da so ein bisschen jetzt über den Berg hinweglaufen. Da kommen wir, glaube ich, nicht umher. Die Frage ist bloß, wie fütter ich mir das jetzt hier aus? Ich mache erstmal den, dass ich hier erstmal ein bisschen sicher bin.
Ja, anders kann ich es sowieso nicht machen. Erstmal so. Erstmal so, genau. Das ist jetzt erstmal der Grundgedanke. Das wird der Weg. Bis hier ran, dann kann ich nämlich die Treppenstufen ein bisschen bequemer setzen. Weil da muss ich eigentlich nur bis hier ran. Und wenn ich mich jetzt nicht verzettelt habe. Ah, ich mach's mal von oben. Nicht, dass ich jetzt mir hier selber wieder in die Quere komme. Aber ja, eigentlich sollte es passen. Und dann sieht es auch nicht ganz so dämlich aus, finde ich. Das können wir notfalls immer noch links und rechts ein bisschen anpassen dann. Aber ich denke, das fügt sich dann noch ein bisschen ein. Ja, okay. Würde ich dennoch hier ein bisschen Erde ransetzen. Hier vielleicht sogar dieses kleine Wasserstückchen zumachen. Das war ja der Gang darunter noch zu dieser Höhle. Ja, das können wir erstmal machen. Das machen wir erstmal zu. Das kleine Eckchen hier. So, später kommen dann die Feinarbeiten auf jeden Fall noch mit dazu. Jetzt aber erstmal wenigstens links und rechts ein bisschen Erde. Naja. Mal kurz auf Tauchstation gehen hier. Ups. So, das machen wir mal noch mit dicht hier. Mit dem Kobbel. Soweit, so gut. Dann würde ich mal sagen, hier ein bisschen Fackeln. Das kann noch weg. Ja, wie gesagt, hier müssen wir dann noch ein bisschen ästhetische Arbeiten machen. Ist jetzt aber alles nicht so weltdramatisch. Jetzt ziehen wir erstmal hier durch. Den Weg. Bestenfalls müssen wir so gar nicht viele Bäume wegmachen. Da steht vielleicht einer im Weg oder zwei. Das ist ganz günstig. Gut, jetzt habe ich keine Axt dabei. Das ist aber auch nicht so schlimm. Können wir notfalls mit der Hand rausreißen. Hier ist Kohle drunter. Cool, schön. So. Ach, scheiß auf die Kohle. So, die Erde nehmen wir noch mit hier, Snickerino. Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt gar keinen Cobblestone mehr dabei. Das wäre ja der Witz gewesen. Aber habe ich ein bisschen vorgesorgt, wusste ich ja, was ich noch vorhabe. Soweit, so gut. Dann könnte man, na gut, jetzt erstmal die Bäume hier natürlich wegpflatzen. Die stehen mir im Wege. In Hoffnung natürlich, dass die sich jetzt auch in Wohlgefallen auflösen. Und hier nicht unnötig mit irgendwelchen anderen Bäumchen kollidieren. Das sieht aber gar nicht mal so gut aus. Können wir aber nachhelfen. Dass das hier erstmal ein bisschen entschwindet und sich dann auflöst, denn solange wie das in Verbindung mit den anderen Bäumen steht, klappt das dann immer nicht so mit dem Auflösen. Da müssen wir ein bisschen dagegen steuern, kriegen wir aber auch hin. Und dann geht das in der nächsten Folge hier an dieser Stelle genau wieder weiter. Bis gleich, ciao!